Schlange stehen vor dem türkischen Generalkonsulat in Berlin-Charlottenburg. Auch hier wird über die Zukunft von Präsident Recep Tayyip Erdogan entschieden. Bis zum heutigen Dienstag können Auslandstürkinnen und Türken noch ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahl abgeben. In der Türkei wird am Sonntag gewählt. Sie waren schon dran. Ich habe eine AK-Partei gewählt, ja, und dann für Recep Tayyip Erdogan, ja. Weil seit 20 Jahren regiert er, ja, und gefällt mir, was er tut, also seine Politik sozusagen, und deswegen habe ich ihn gewählt. Also ich habe die CHP gewählt und den Kemal Kılıçdaroğlu. Ja, es muss langsam mal ein Tapetenwechsel in der Türkei stattfinden, weil wir ja sehen alle, wie es da vonstatten geht. Keine Demokratie, er alleiniger sozusagen Herrscher, der bestimmt über alles. Ja, das ist alles nicht so rosig für die Türkei. Es muss unbedingt was geändert werden. Im ersten Tag habe ich gewählt. Ich bin AK-Parti. Wir werden diese Leute endlich loswerden, damit es unserem Land besser geht. Das sind ihre letzten Tage. Das wünsche ich mir am meisten vom lieben Gott. Mit Gottes Erlaubnis werden wir das hier beenden. Ich meine die jetzt regierenden Diebe. Die werden wir fertig machen. Deswegen sind wir hier. Natürlich habe ich meine Stimme dem Chef gegeben. Er ist ein globaler Führer. Ich hoffe, das wird das Beste für unsere Nation. Aber es gibt keinen anderen Kandidaten, der ihm die Stirn bieten könnte. Deswegen habe ich ihn gewählt. Er blickt auf eine langjährige Erfahrung als Präsident zurück. Ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland und stelle eine große Entwicklung in der Türkei fest. Wenn ich in die Türkei fahre, fängt es schon beim Zoll an. Die Autobahn ist auch viel besser. Die Krankenhäuser sind viel besser. Früher war alles schlechter. Ich habe meine Stimme der CHP gegeben. Ich möchte, dass sie gewinnen. Ich denke, wir brauchen einen Wechsel. Wir haben viel gehört und gesehen. Ich finde, es gibt sehr viel Korruption. Das habe ich alles mitverfolgt und deswegen möchte ich, dass die CHP die Wahlen gewinnt. Ich möchte, dass Kılıçdaroğlu eine Chance bekommt. Ich habe die Grüne Linkspartei gewählt. Ich hoffe, dass ein neues System an die Macht kommt, damit Menschen ihr Brot, ihre Tomaten und so nicht mehr vom Müll sammeln müssen. In Deutschland leben fast 1,5 Millionen türkische Staatsbürger. Wer sich hat registrieren lassen, darf an der Auslandsabstimmung teilnehmen. Laut der oppositionellen CHP in Berlin haben dieses Jahr mehr Wähler ihre Stimme abgegeben. Offizielle Zahlen zur Wahlbeteiligung in Deutschland gibt es allerdings noch nicht. Bei der Wahl im Jahr 2018 hatte Erdogan bundesweit aus Berlin die wenigsten Stimmen erhalten. Die meisten bekam er aus Essen. Glauben Berliner Türken, dass es diesmal zu einem Machtwechsel in der Türkei kommt? Falls die Wahlen wirklich demokratisch ablaufen sollten, wird Kılıçdaroğlu gewinnen. Aber so wie wir die türkische Politik kennen, hat es noch nie demokratische Wahlen gegeben. Also ich sag mal so, es ist sehr schwierig, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein, weil jetzt zum Schluss hat ja der Herr Erdogan ständig irgendwelche Neuigkeiten rausgebracht, wie zum Beispiel, wir haben Gas jetzt endlich aus dem Schwarzen Meer befördert und der macht da irgendwelche Tunnel auf und also er hat immer irgendwelche Joker in der Tasche, wo die Leute auch gar nicht hinterfragen und sagen, ja, das macht er doch. Er macht doch da die Straßen, er macht doch da die Brücken und so weiter. Das wird wirklich sehr schwierig, aber ich hoffe, dass es endlich mal zu einem Wechsel kommt. Ja. Nach dem Erdbeben, also dieser katastrophale Erdbeben, also AK-Partei hat selber sehr gut gearbeitet, würde ich sagen, ja. Dafür hat er Pluspunkte, ja. Und dann, was er gemacht hat, da kann jeder Staat nicht überwältigen. Deswegen ist es Recep Tayyip Erdogan. Hangis, ich wünsche, wenn es besser ist, die gewinnen. Egal ist welche. Hauptsache es für uns türkische Partei es gut geht. Ich habe keine Hoffnung, das sage ich ganz offen. In Sydney wurden 700 Stimmzettel gefunden, die bereits für die AKP ausgefüllt waren. Das kann überall passieren. Zweitens, wenn du die Wahlen sicher machen willst, dann stell doch eine Kamera dahin und mach eine Live-Sendung, damit alle es sehen können. Bring drei Leute aus verschiedenen Parteien, stell sie dort auf und sag, okay, ihr bleibt ständig hier und wechselt euch immer wieder ab. Aber warum machen die das nicht?
Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn CHP die Wahlstimmen nicht aus den Augen verliert, dann glaube ich, können sie gewinnen. Ich denke, die AKP wird wieder gewinnen. Das ist meine Meinung. Denn sie haben die ganze Macht. Sie haben sich sehr gut organisiert, denke ich. Stellen Sie es sich doch vor, sie stehen an der Macht und natürlich verfügen sie über die ganze Macht. Die CHP hat weder finanziell noch materiell dieselben Möglichkeiten. Seit Montagmorgen kommen die ersten Stimmen aus dem Ausland in Istanbul an. Am späten Abend des 14. Mai wird wohl feststehen, wer die Türkei in Zukunft regieren wird.